So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute ist Mittwoch, das heißt, gleichzeitig ist auch natürlich heute wieder eine Premiere, ein Unboxing, diesmal von Mutatos, falls ihr die Seite kennt. Heute wollen wir, weil Feiertag ist, mal zur Märchenhöhle fahren, wollen auch noch Mittag essen und so. Was gibt's noch am Mittwoch heute? Es startet die DNC-Spezialforschung, die könnt ihr euch abholen. Wer das Wunderticket hat, kriegt da die letzte Forschung vom Wunderticket noch rein. Danke an Hubi Michi. Ich muss einiges machen, vielleicht kann ich bei der Märchenhöhle auch was filmen. Inzwischen durch die Forschung vom Wunderticket oder so Zeug. Und ja, ansonsten kommt noch wieder Wrestling Raw. Das heißt, Mittwoch ist immer ein ganz besonderer Tag. Mittwoch immer total vollgestopft. Jetzt aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir fangen an mit dem Video und euren Einsendungen für Raid am Mittwoch. Angefangen hat die Woche hier beim NetGhost. Das hat er zwar nicht eingesendet, das hat er in dem Fanchat gepostet, aber ich wollte es trotzdem einfach mal mit reinnehmen, weil ich es so toll fand. Gestern gemalert, heute am Saubermachen und wieder typisch einziger Stuhl im Raum, gehört dem Hund. Guck doch mal dahin. Guck dir das an, ist das noch ein Hund oder ist das schon ein Teddybär? Sieht auf jeden Fall genial aus und richtig cooler Stuhl, von Stuhl zu Stuhlmann, muss ich sagen. Richtig toller Stuhl, weil der auch oben so eine breite Lehne hat, so breit fürs Genick, ne? Für richtige Rednecks, die sich da richtig so dran lehnen, das ist richtig stark. Dann bin ich mit Cumulus Glücksfreund geworden. Der Heiko hat mir das Pi-Schlüpftag-Ticket geschenkt. Dann Eberhard Schmidt, Glücksfreunde. Dann musste ich für Jonas Kindergarten einen Rucksack besorgen. Und da habe ich zwei gesehen, da habe ich auch mal kurz im Stream am Montag gefragt, was findet ihr besser, welchen findet ihr schöner? Denn das ist der, wo steht da, der Lenny Löwe und das ist der Tommy Tiger. Welchen findet ihr schöner? Das könnt ihr jetzt hier aber auch nochmal reinschreiben, weil die haben eigentlich die gleichen Augen, die gleiche Nase, den gleichen Mund, alles ist gleich. Aber der Löwe, der ist gelb, der ist eher ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher, hat auch noch so eine Mähne drumherum. Der Tiger, der ist richtig prächtig, der ist richtig kraftvoll von der Farbe her, ein dickes Orange. Der hat halt keine Haare, der hat keine Mähne, der hat dafür aber Streifen. Ich war ja die ganze Zeit für den Tiger und habe gedacht, okay, bei den Schlafsäcken damals habe ich mir auch eine richtig knallige Orangen bestellt, weil ich Orange einfach richtig cool fand. Aber Shinaya hat gesagt, Löwe, Thomas hat gesagt, Löwe, Pupsi hat gesagt, Löwe, meine Mutter hat gesagt, Löwe. Deswegen habe ich dann eben den Löwen bestellt, weil ich dachte, es geht ja nicht um mich. Ich muss es ja nicht anziehen. Ich hätte den Tiger genommen. Weil eben alle für den Löwen sind, hätte ich den Tiger genommen für die Außenseiter, für die Kleinen, die niemand haben will. Dann habe ich aber den Löwen bestellt und dann habe ich im Stream am Montag gefragt und da im Chat die meisten Leute einfach nur Tiger, Tiger, Tiger. Und ich dachte, wow, jetzt kommen die Tiger also aus ihren Löchern gekrochen. Aber cool, ihr seid Tiger-Gang, ich bin auch Tiger. Wo ist die Löwen-Gang? Schreibt's mal rein. Lennart Glücksfreund geworden. Lenzar zeigt hier auch noch ein Registil Shiny mitgenommen, sogar schon dreisterniges. Drei Shiny Pi am Main, die Ausbeute also vom Schlüpftag. Auch drei bei Baumlieber und eben das Registil. Benny, Glücksfreund geworden, ganz frisch gestern Abend. Dann habe ich gesehen, der Monolog hat noch ein super Samyang-Rezept in den Fanchat gepostet. Samyang to Spicy mit Rührei auf einem Salatbett. Sieht auf jeden Fall mega genial aus. Muss ich auch mal nachmachen. Vergesse ich bestimmt wieder. Ansonsten, Pupsi, wenn du das siehst, siehst du nicht. Ich weiß, du bist da drüben. Das muss man mal nachmachen. So, Kaiser Kai. Zu was soll ich das Schnäppke machen? 100er Schnäppke? Ich würde es auf jeden Fall zu Fernando machen, weil ich finde das einfach besser. Ich finde das cooler. Ich finde das genialer. Das gefällt mir. Frostetje ist vielleicht sogar nützlicher, aber ich würde es zu Fernando machen, weil mir diese Kugel einfach mega gefällt. Hier also auch Shiny, Registeel, 100er Potrot, 100er Schnäppke, Kaiser Kai Account, also Main, nochmal ein 100er erlöstes Potrot mitgenommen. Über das Macholo habe ich mich richtig gefreut, weil wollte ich unbedingt haben. Krypto, Shiny, Macholo und Entei gleich hinterher. Beide einen Tag nach Ende der Umweltwoche gebrütet, Vitora zu Biris, also gebrütete Shinies, das ist auch immer was ganz Besonderes. Borki, 100% XXL aus GBL, was ein hässliches Vieh.
Ja, es gibt aber bestimmt noch hässlichere Viecher. Was ist für euch das hässlichste Pokémon im Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber XXL, 100% aus der GBL, da kommen drei Sachen zusammen. Eigentlich auch richtig cool. Spiel aktuell eigentlich nur die zwei täglichen Pässe. Hatte auch schon länger keinen Shiny. Heute dafür B2B, also Back to Back. 11.52 Uhr Raid gemacht, dann 12.32 Uhr Raid gemacht. Beides mal Shiny registriert, abgegriffen. Glückwunsch, Borki. Blood and Tears hat wieder komplett abgeräumt. Da haben wir dabei Shinies, Sternduscher, Nera, Perlu, Paras, Funpi, Fukano, Lapras, Absol, Kikli, Banza, Aeron, Volbeat, Flunkkiefer, Knackleon in Krypto, Skorkler in Krypto, Knogger. Das ist cool. Da habe ich mir damals den Arsch aufgerissen und musste mit 5-6 Accounts immer 4er Raids machen, wo das drin war, um ein Shiny zu kriegen, um es mir rüber zu tauschen. Mittlerweile fliegen die hier einfach so rum, aber ist ja auch aus einem Raid, wie man sieht. Adaboom ist noch am Start, Bummels ist am Start, Entei, Krypto Shiny am Start, 100er Teddy Ursa erlöst, 100er Blutzug, Shiny Flunschlick, 100er Habitak, Shellas, glaube ich auch erlöst. 100er Felino und ein wildes Vesprit. Mega selten, nimmt man mal mit. Fast Nuller sogar, sieht auf jeden Fall gut aus. Linus, meine Rampenlichtstunde. Lauter Mülltüten mitgenommen, dann hier Baumball eingetütet. Unratüdox nach der Rampenlichtstunde, einen anderen Tag wahrscheinlich, weiß das Datum gerade nicht, von der Rampenlichtstunde. Mushas, auch noch Shiny, vor allem alles Pokémon, die richtig viel Staub geben. Unratüdox, Mushas, Paras, alles richtig fette Staub. Pokémon, immer noch Linus also, 100er Paras, 100er Macholo, auch mitgenommen, wahrscheinlich dann entwickelt. Ne, das ist ein anderes. 27.04. und 29.04. Ihr seht ja, hier ist der Kreis auch schon viel höher, hier ist er viel niedriger. Das sind also zwei verschiedene 200er und Wampitz in 100 aus Würzburg. Geht zum Bratwurststand am Marktplatz, hat der Iswo immer gesagt. Und das ist eigentlich der Schocker der Woche, 100% Frostbino aus Würzburg in XXL. Kleines Level, aber auch mega selten in der Wildnis, dann eine 100er noch zu bekommen. Und ja, mach das mal groß, entwickel das mal durch oder heb's ja auf. Vielleicht kriegt das ja ein Z-Day in 5 Jahren. Da kann man es ja immer noch entwickeln. Ich finde das irgendwie so hässlich, aber entwickelt finde ich es wieder cool. Jason, für Raider Mittwoch, das beste Shiny ist ein 93er von Pi, Brühtag und ein 100er. Habe ich auch bekommen von Pi, Brühtag. So, 4 Shinies. 100er und einer Aerokack-Sprüh. McMaggie, Makuhita, 100. 2 Shiny P, Funpi, Shiny, Registeel vom Community Raid bei der Genaya. Jetzt die Frage, wenn ich hier einen Raid mache und bei mir das hier so aussieht und sie den Raid mitmacht, aber eingeladen wird, hat sie dann das Biom, wo der Raid stattfindet, also mein Biom, wird ihr dann angezeigt? Oder hat sie den Fangbild und das Biom bei sich, wo sie gerade ist, um es zu fangen? Ich denke mal, es müsste natürlich das Biom von hier sein, weil sie ja durch den Fanraid-Pass theoretisch hierher gebeamt wird. Also ist sie ja dann hier in diesem Biom, sie ist ja dann hier in dieser Arena, sie fängt ja hier. Und dann, wenn sie gefangen hat, wird sie wieder in ihre eigene Welt zurück teleportiert. Macht das Sinn? Ich glaube schon. So. Genaya dann hier noch Dodo mitgenommen, ist ein weibliches, sieht man, hat keinen schwarzen Hals, das männliche hat einen schwarzen Hals. Genera, schick, auch mitgenommen, in Shiny, Pi im 5. Ei mitgenommen. Noch ein Überbleibsel vom C-Day, ich habe da nicht richtig hingeguckt und es ist in den Stapel gelandet. 443 Knofenser, 100%. Nach knapp 30 Eiern und circa einer Stunde gespielt, 6 Shiny Pi und eins ist sogar ein 98er mit 381%. Mittlerweile weiß ich, dass 381 WP. Mittlerweile weiß ich, dass 383 das 100er war. Fusinator hätte was für Raider Mittwoch gerade erhalten durch Shenaya. Die haben also auch einen Glückstausch gemacht. Er hat ein Shiny Registeel bekommen. Das ist im Glückstausch ein 100%iges Shiny Registeel geworden. Müsste eigentlich Schocker der Woche sein, weil das ist schon fett, da kommt alles zusammen. Das Pokémon ist jetzt nicht so nützlich, für GBL habe ich es aber immer genutzt, aber trotzdem, das ist erstmal fett. Warum es kein Schocker der Woche ist, seht ihr, wenn ihr den Schocker der Woche seht. So. Alexander Ahringer, endlich Shiny Paras in Pokémon Go, endlich ein 100er Koryogel in Pokémon Go, endlich Krypto Shiny Entei in Pokémon Go.
Endlich Raid am Mittwoch in Pokémon Go. Endlich wieder Raw. Das ist Alexander Aringer. Selal. Hunderte Wablu, hunderte Staralili erlöst. Ineko, Shiny Slimer. Shiny. Das Bild fand ich gut. Er hat wieder laute Memes geschickt. Das habe ich mit reingenommen. Abra. Dann a bra. Also ein BH. Abra in a bra. Und dann Abra in an Abra bra. Also der hat einen Bra an, der aussieht wie Abra, aber ist selber auch ein Abra und deswegen Abra in den Abra Bra. Also das, ihr wisst Bescheid. Und da guckt er dann auch komisch. Das wäre mir dann auch zu viel. Elke, hallo Ramon. Zuerst die letzten 3 Wochen von Paula ohne C-Day Shiny. Da hatte ich 8 Shiny Knofense. Und alle, die ich schon mal hatte, lasse ich auch weg. Da bleiben dann 4 von insgesamt 10 anderen Shiny übrig. Ihr seht zum Beispiel Wommel. Wir sehen unsere Tütox. Wir sehen Reißlaus, wir sehen Pi, wir sehen 300%ige Fleckmon Blutzug unserer Tütox, dann wieder Text, das erste 100er Carvador. Bisher kam ich aus Forschung immer ein 98er, wenn die 117, 5 Stück, ne? Ein wild gefangenes 98er und auch ein paar getauschte wurden 98er, 3 Stück, jetzt das 100%ige Carvador. Und sehr cool, dass bald ja Mega Gyarados wiederkommt. Das heißt, das könnte sie dann entwickeln, hochziehen, mega entwickeln, das fetteste, größte, beste draus machen, was es gibt. So, nun habe ich auch die von Kaisi abfotografiert. Die ersten 4 Shiny sind neu. Blutzug ist ganz neu. Das hat Paula noch nicht einmal. So, guck mal rüber. Wampel, Shiny, 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 Sonnenfell. Macholo Shiny, ja, also C-Day Pokémon. Electek Shiny, ja, also C-Day Pokémon. Blutzug Shiny. Der braucht noch einen C-Day auf jeden Fall. Und 200%ige Zerpurze und Bitora. So, das war's wieder mal. Ich wünsche allen alles Gute. Grüße an alle vom Rand der Schwäbischen Alb. Jo mei. So, Nassim. Aus einer Quest für Räder Mittwoch. Bitora. Shiny. Dann hier Mauzi. Shiny. Pi. Nur ein Ei beim Schlüpftag ausgebrütet. Direkt Shiny. Ein Ei nur, weil ich ziemlich platt war vom Feiern. War einen Tag zuvor im Fußballstadion und habe dort den Aufstieg meiner Mannschaft gefeiert. Glückwunsch dazu, viele Fußballfans in der Pokémon-Community, viele Pokémon-Spieler unter den Fußballleuten. Das ist dasselbe. Silvio! Tangela, 100% getauscht. Getauscht, random, zack, 100% geworden. Seht ihr ja, Facebook ist richtig kacke zum Bilder schicken. Ich sag's nochmal, auch das alles so immer hier. Da ist alles andere besser. Guck hier zum Beispiel, WhatsApp. WhatsApp, viel besser zum Bilder schicken. Cumulus, Shiny Makuhita, Shiny Vadrivie, Shiny Pi. Am Eierbrühtag, da werden die Eier gebrüht. Ein einziges Ei gebrütet, auch direkt Shiny. Shiny Entei auch mitgenommen hier in der Krypto-Variante. Dann kommen wir zu Instagram. Selbst das ist besser zum Bilder schicken. Mittlerweile geworden. Baloo. Lindau? Was? Ausgebrütet Lindau, Bayern, Bodensee, Haldenwald, Bronn, Bums hier. Gebrütetes Shiny auf jeden Fall aus dem Ei. Feuerwehrfra, 100er Glibungel, Shiny Unra Tütox, Shiny Magnetilo. Das waren die normalen Einsendungen und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom, haltet euch fest, nicht Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Heiko. Boah, schreck mich doch nicht so, Adi Schatz. Achi. Der hat ein 100% Shiny Registeel. Jetzt sagt ihr, hä? Das ist vorhin aber auch ein 100% Shiny Registier gehabt bei Fusinator von Genaya, sogar als Glücks. Schwieriger ist es aber, ein 100% Shiny aus dem Raid zu kriegen. Erstens muss es ein 100er werden, dann muss es aber auch ein Shiny sein. Dann muss die Kombination entstehen aus 100er Shiny und die aus dem Raid hat eine viel größere, viel weniger größere Wahrscheinlichkeit, als wenn du gezielt ein Shiny im Glückstausch tauscht. Und das sowieso mindestens 12, 12, 12 wird. Also du kannst leichter durch einen Glückstausch ein 100er Shiny kriegen, als ein 100er Shiny aus dem Raid durch Zufall. Deswegen fand ich das irgendwie krasser, cooler. Auch mit dem normalen Stahlhintergrund. Und er hat ja sogar schon ein 100%iges Registier mit 1468. Und das fand ich dann gut. Da habe ich gesagt, komm, durch den Bonus noch dazu gibt es da gar nichts zu meckern. 200%ige Registier, einmal normal, einmal als Shiny. Warum nicht? Sieht auf jeden Fall gut aus. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut.
euer Ramses. Jetzt habe ich geguckt, aber der Adi ist schon wieder weg. Ciao.